Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video und dem zweiten Christmas Countdown Tag. Nicht mehr lang bis Weihnachten. Oh mein Gott, ich freue mich so. Und ich habe sogar einen neuen Weihnachtspulli angezogen, Leute. Und zwar diesmal den Grinch. Aber es passt heute irgendwie so gar nicht eigentlich zum Thema, weil wir werden heute alles zusammen hier richtig weihnachtlich schmücken und dekorieren, habe ich mir vorgenommen. Ich dachte mir, ich nehme euch da einfach mal mit, weil auch super viele danach gefragt haben. Und ja, hier ist noch nicht alles fertig. Und es muss schleunigst passieren, weil es ist halt nicht mehr lang bis Weihnachten und es muss noch ausgenutzt werden. Also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, man muss irgendwie den Dezember richtig ausnutzen, weil ansonsten muss die ganze Weihnachtsdeko wieder weg bis nächstes Jahr und das ist viel zu schade. Ich liebe Weihnachtsdeko. Die sind einfach immer so süß gemacht und Lichterketten kannst du auspacken. Das sieht alles so schön aus. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wann dekoriert ihr? Habt ihr vielleicht schon dekoriert? Lasst es mich mal gerne wissen. Und wenn ja, was? Was ist bei euch schon im Zimmer eingezogen? Entweder bunte Lichterketten, normale Lichterketten, ein Weihnachtsmann, ich habe keine Ahnung. Was ist bei euch eingezogen ins Zimmer? Schreibt es mir unten rein. Und ich hatte so die Idee, demnächst eine 24-Stunden-Challenge zu machen, die sehr weihnachtlich wird, sehr lustig und verrückt. Soll ich euch da mitnehmen? Soll ich das aufnehmen, Leute? Ich hatte nämlich eine Idee. Einfach so spontan in meinen Kopf gekommen. Soll ich das machen? Lasst mal einen Daumen nach oben da. Lasst mich mal damit wissen, ob ihr Bock habt, das zu sehen. Bei 30.000 Daumen nach oben mache ich das. Ja, aber ich will jetzt nicht so viel labern. Ich würde sagen, wir starten direkt damit und los geht's. Ja, Leute, also eine Weihnachtsbettwäsche habe ich mir schon mal besorgt. Mit Tannen drauf. Wenn das nicht weihnachtlich ist, dann weiß ich auch nicht. Also noch weihnachtlicher geht nicht. Also eigentlich schon, weil hier ist noch nichts weihnachtlich dekoriert und das soll weg. Denkt euch das bitte jetzt einfach weg. Das ist eigentlich schon länger geplant, dass es weg soll, weil ich irgendwie unzufrieden war damit. Aber da ist auch schon die Lichterkette runtergefallen. Die war eigentlich da drüber. Ist wohl ein Zeichen. Zufall, ich glaube nicht. Es sagt mir sowieso schon, hau ab damit. Und, hier müssen noch Kissen hin. Hier sitzen sonst nur meine Squishmallows, die süßen Katzen hier, die fetten. Ja, hier auf den Nachttischen muss auf jeden Fall auch noch Weihnachtsdeko drauf, weil das ist hier auch noch nicht fertig, wie ihr sehen könnt. Da drüben sieht es auch nicht besser aus. Und das werden wir als erstes machen. Aber keine Sorge, es bleibt nicht so. Denn jetzt kommt erstmal der Lichtervorhang ran. Ich weiß noch nicht, ob das so passt. So, der Lichtervorhang ist jetzt dran und jetzt kommen die Bilder ran, soweit es denn geht. Weil eigentlich habe ich was Bestimmtes geplant, aber da werden erst die kleinen Bilderrahmen nachgeliefert, weil die waren irgendwie nicht im Paket. Wahrscheinlich zu viel Weihnachtsstress und ich habe die ganz vergessen, aber die werden noch nachgeliefert. Deswegen nicht wundern, da kommt noch was dazu. Auf jeden Fall ist die Rede von diesen Bildern hier. Die fand ich so schön. Die kann man nämlich ja easy austauschen. Und hier sind diese kleinen, aber ich habe halt, wie gesagt, keinen Rahmen dafür. Super, also wird das vielleicht ein bisschen komisch aussehen, keine Ahnung. Aber die großen habe ich wenigstens. Das sind eigentlich noch die kleinen, die ich hier habe. Das sollte auch noch dazu. Und das hier ist voll schön. Ja, ich habe die jetzt erstmal so hingehängt. Das sieht zwar jetzt total komisch aus, ich weiß, aber da unten kommt halt noch ein mittelgroßes Bild hin und da kleine. Und hier ist so eine kleine Fernbedienung mit dabei gewesen. Und jetzt... Oh mein Gott, das sieht so schön aus, so magisch. Ich weiß ja nicht, ob ich oben irgendwie Efeu ranmachen sollte, weil ich hatte gedacht, dass ich das hier so ums Zimmer rum mache, statt dass ich das bei meinem Schminktisch habe. Also mal schauen, ob ich das noch ändern werde, aber hier muss auf jeden Fall noch was gemacht werden und das machen wir jetzt. So angeordnet. Erst einmal, ich weiß nicht, ob ich das so lasse, aber ich glaube schon. Ja, und hier über die Ecke werde ich noch so eine flauschige Decke rüber machen, damit das noch ein bisschen gemütlicher hier aussieht. Und hier kommt noch eine kleine Tanne hin, mit einer Lichterkette sogar. Hier habe ich meine Ballerina hingestellt, die ich vorher im Regal hatte. Die Duftkerze und dazu kommt auch noch so ein Weihnachtsbaum. Hier kommt ein kleiner Tannenbaum hin und meine andere kleine Ballerina mit dem Nussknacker. Und natürlich darf eine Kerze nicht fehlen. Hier tue ich auch noch eine hin. Dann habe ich hier noch so eine Spieluhr. Die werde ich hier wahrscheinlich auch auf meinen Schminktisch tun, weil ich finde, das passt eigentlich ganz gut zum Thema. Nussknacker, Ballerina und so weiter. Der Traumfänger kommt auch jetzt erstmal weg und ich tausche das mit was Ähnlichem aus. Und zwar das hier. Das ist zwar kein Traumfänger, aber sieht ein bisschen weihnachtlicher aus. Wenn es ein bisschen winterlich, weihnachtlich aussieht, geht das natürlich weg. Und natürlich auch der Duft hier. Da packe ich jetzt diese Kerze hier drauf. Die riecht so gut. Die habe ich von Ikea. Kommt hier hin.
mein Weihnachtsalpaka hingestellt mit einer Kerze. Voll cute, oder? Sieht aus wie ein Kuscheltier, ist aber Deko, Leute. Glaubt ihr mir bestimmt nicht, aber es ist so. Es stimmt. Seht ihr das? Das sind einfach mal Sterne. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben. Da sind keine Sterne so richtig drin. Ich glaube nur so Folien oder so, aber wie cool ist die einfach mal? Diese Bilder werde ich jetzt auch eben umtauschen in 3, 2, 1. Tada! Es gab nicht so viele Weihnachtsposter. Und eigentlich wollte ich was Schönes, Buntes. So richtig schön gemalt. Aber irgendwie gab es da kaum was. Nur 2 Motive und die haben mir nicht so sehr gefallen. Deswegen habe ich einfach das genommen. Hier am Treppengeländer ist hier überall eine Girlande jetzt dran. Bis nach oben hin. Aber dazu brauchte ich freie Hände. Auf jeden Fall sieht die ein bisschen sad aus. Und es war ein wenig fail. Es sollte eigentlich buschig sein. Und angekommen ist das da. Das sind 2 unterschiedliche Sachen, okay? Ich war ein bisschen enttäuscht, weil es sah ein bisschen ramschiger aus. Oh mein Gott, Fluffy, was ist los hier? Aber ich habe es trotzdem rangehängt, weil zurückschicken ging nicht mehr. Deswegen, ja, habe ich das jetzt rangemacht. Und man muss ja positiv sehen. Es erinnert mich ein bisschen an die Diner in New York. Also ist das inspiriert davon. Hier ist ja mein Video-Hintergrund, der ist aber noch nicht ganz fertig. Da kommt noch was dazu, weil hier ist es ja noch ziemlich leer. Hier sind dieselben Kissen wie unten in meinem Zimmer. Und den Kranz habe ich jetzt weggemacht, weil da kommt jetzt gleich ein anderer ran. Und falls ihr wissen wollt, warum der Elf und der Shelf hier sitzt, dann lasst es mich in den Kommentaren mit Weihnachts-Emojis wissen, wenn ich euch erzählen soll, warum er hier gerade sitzt. Und ich eigentlich ja Angst vor ihm habe. Und guck mal, was ich noch geholt habe. Ist das nicht cute? Oh mein Gott, das passt so gut in den Hintergrund. Das kann man nämlich anmachen und dann leuchtet das auch noch. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und das ist jetzt mein fertiger Video-Hintergrund. Hier kommt ein Kranz auch noch hin. Tada! Ich habe noch so richtig tolle Weihnachtsduftkerzen. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinstellen werde. Aber davon kann man ja eh nicht genug haben. Von denen von Ikea ja sowieso nicht. Die riechen einfach wie so eine Weihnachtsbäckerei. Wie Weihnachten in der Kerze. Übrigens, kleiner Tipp, macht euch eine heiße Schokoladenstation zur Weihnachtszeit. Weil das ist so cool. Hier zum Beispiel sind solche Kapseln drin für heiße Schokolade. Ich liebe Trix und Milky Way, die schmecken so gut, weil ich habe hier so eine Maschine und darin kann man so leckere heiße Schokoladen machen. Marshmallows habe ich in dieses Glas hier getan, das aussieht wie ein Tannenbaum. Gibt es bei Ikea. Und daneben habe ich noch so einen Weihnachtsbaum, aber der schneit ein bisschen. Und einen Weihnachtsmann gestellt. Und dann da drum so eine Lichterkette. Ich finde das voll cute. Also wenn ihr sowas zu Hause habt, macht sowas unbedingt. Das Wetter ist ja total winterweihnachtlich. Da kommt man ja mega in Stimmung. Danke. Dankeschön für Regen, Sturm. Alter, geht's noch schlimmer? Ich wünsche mir so sehr weiße Weihnachten. Mehr brauche ich nicht. Nur weiße Weihnachten wünsche ich mir. Ja, wir gehen jetzt los auf jeden Fall in die Stadt. Aber ich glaube, ich werde nicht lange draußen bleiben, weil... Alter, es stürmt so hart. Ich glaube, ich fliege weg. Zumindest sehen meine Haare wahrscheinlich nachher richtig schlimm aus. Also freut euch schon mal darauf. Aber vielleicht kann ich euch ja den Weihnachtsmarkt ein bisschen zeigen. Das wäre ja mal was. Okay, Leute, kurz bei Dunkin Donut gewesen, weil die haben Weihnachtsdonuts. Oh mein Gott, das muss ich mir natürlich unbedingt holen. Deswegen kurzen Abstecher dorthin gemacht. Aber jetzt gehen wir los in die Innenstadt. Guck mal diese süße Weihnachtsdeko an. Also hier finde ich auf jeden Fall super viele Weihnachtskugeln. Das definitiv. Oh, die haben so viele schöne Düfte hier. Solche Weihnachtsdüfte. Seht ihr das? Oha, ich mag die Schneeflocke. Das riecht hier alles so gut. So lecker nach Weihnachtsmarkt. Leute, ich habe einfach mal Bernhards Bruder gefunden. Der Eisbär. Boah, der ist aber riesig, ey. Guck mal, wie groß der ist.
und ab zum nächsten Laden. Oh mein Gott, wisst ihr, was ich am schönsten finde? Das hier. So eine Ballerina. Oh, ist die schön. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. Oder diese fetten Flocken. Wieder zu Hause und ich glaube, ich habe alles gefunden, was ich noch irgendwie brauchte, auf jeden Fall für den Weihnachtsbaum. Ich werde jetzt aber nur noch baden gehen und Netflix gucken und dann einfach nur noch den Rest chillen, weil sonst wird es einfach zu spät, wenn ich jetzt noch den Weihnachtsbaum mache. Ich glaube, ich sitze da stundenlang dran. Aber soll ich euch mitnehmen? Dann lasst es mich unbedingt mit einem Daumen nach oben wissen. Dann stellen wir quasi zusammen den Weihnachtsbaum auf, weil normalerweise macht man das ja, ne? Sonst bin ich voll alone, Leute. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in meinem nächsten Video. Bye!